Spider-Man. Hey, ich bin Caleb. Freut mich. Hab dein Bild bei Theo gesehen. Oh, das ist der andere. Aber ich helfe trotzdem gern. Allen Geschäften in der Gegend sind in letzter Zeit Waren gestohlen worden. Papierprodukte, Kits, Desinfektionsmittel. Wir sind zu klein, um das einfach so wegzustecken. Hast du es gemeldet? Klar. Aber uns nimmt niemand ernst. Camila, ihr gehört das Restaurant nebenan. Wollte es selbst in die Hand nehmen. Sie wollte zum Versandzentrum, das uns alle beliefert. Ich gehe hin. Vielleicht kann ich helfen. Danke, Spider-Man. Gut, dass du auf uns aufpasst. Hey, Genki. Es geht um ein paar Überfälle in Harlems Einkaufsstraße. Calebs Clean Cuts und Panafuerte? Ich liebe Panafuerte. Hast du die Arepas probiert? Vor dem Essen erst ein paar Superheldentaten. So sind die Regeln nun mal. Ja, na klar. Hier ist der Plan. Die gestohlenen Waren und die Täter finden und feststellen, ob es dieselben wie bei Theos Bodega und beim Fies Nord sind. Klingt gut. Ich stehe bereit für Technik, Karten und Nachdenkunterstützung. Von da aus wird Calebs Block beliefert. Polizei? Was ist hier los? Zeugen zufolge wurde eine Frau von zwielichtigen Gestalten in einen Kofferraum gesperrt. Wissen wir wer? Ja, dank einer Oskorp-Kamera. Camila Vasquez. Ihr gehört Panafuerte in Harlem. Oh Gott. Camila wurde entführt. Ich muss versuchen, sie zu finden. Aber die Polizei mag keine Störenfriede. Vielleicht helfen mir die Hinweise. Camila hat sich gewehrt. Muss herausfinden, wo sie jetzt ist. Ja, ein Block weiter nördlich. Bis zur Ampel. Nicht zu verfehlen. Eine Parkhausquittung. Chinatown. Okay. Aber wo in Chinatown? Weiter! Danke, weiterlaufen. Ich hab den anderen Spider-Man ewig. Er ist im Weg. Vielleicht in Rente. New York an einem Jungspund? So definiert man in Rente gehen doch. Nicht sehr verantwortungsvoll. Zurückbleiben. Neues? Schwer zu. Spider-Man, das hier ist dein Tatort. Verschwinde, sonst muss ich dich verhaften lassen. Ich muss unauffälliger werden. Du musst viele Überstunden haben. Irgendwer muss es ja tun. Und du bist? Ohne Familie. Sorry. Hast du das mit der U-Bahn gehört? Ja, hab ich. Die neue Spinne hat die Züge wohl repariert, sagen zumindest die Leute. Dann hilft er wohl zumindest ein bisschen. Ja, jetzt kann ich mir den Hinweis ansehen. Eine Jacke von Davids Autowerkstatt. Die haben sie beim Wegfahren verloren. Hey, du weißt doch bestimmt, wo Davids Autowerkstatt ist. Die gibt es 12-mal in Manhattan. Auch in Chinatown? Yep, ich schick dir die Adresse. Yeah.
Kleidung aus Chinatown. Eine Frau mit passender Beschreibung wurde in einer Gasse gesehen. Dann los. Hey, Spider-Man. Gibt's was Neues zu den Waren? Ja. Ich glaube, dass Camilla die Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Sie haben sie entführt. Was? Bist du sicher? Leider ja. Ich will ihr gerade helfen. Oh, gut, dass du zur Stelle warst, Spider-Man. Danke. Kurz! Weg hier! Los! Nein, nein! Lasst Camilla gehen! Sehe ich das richtig? Camilla ist in dem Auto? Ja! Das durch Manhattan rast und dauernd beinahe Unfälle verursacht? Ja! Oh mein Gott! Camilla! Alles klar da drin? Hilfe! Bitte! Der Kofferraum muss auf. Bitte, hilf mir! Alles in Ordnung? Spider-Man, mit dir habe ich nicht... Aber diese Männer... Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Diese Männer wurden dafür bezahlt, die Waren zu stehlen, um uns in den Bankrott zu treiben. Sie lagern alles bei den Docks am FDR, bei der Brücke. Ich hol die Waren zurück. Kommen Sie alleine nach Haus? Ja, klar. Ich rufe ein Taxi. Gracias. Du hast mir das Leben gerettet. Genki, Camilla geht's gut. Sie hat die Kerle beim Stehlen ertappt. Sie sagten, jemand bezahlt sie dafür. Ich habe recherchiert. Die Stadt hat eine anonyme Aufforderung bekommen, Enteignungen durchzusetzen und Camillas und Calebs Block zu räumen. Sicher derselbe, der auch unsere Gangster bezahlt. Will er da einziehen? Sieht so aus. Ich habe eine Gegenanfrage eingereicht, um feststellen zu lassen, wer das Land kaufen will. Mann, du bist ein Genie. Ich hol jetzt die Vorräte von den Docks zurück. Ich meld mich. Kisten. Kisten. Noch mehr Kisten. Wo verstecken sie nur die Vorräte? Die wissen es sicher. Wenn ich sie belausche, erfahre ich, welcher Container es ist. Keiner darf mich sehen. Durch den Container hört man nichts. Der Boss will also Feast dicht machen? Nicht mehr. Der neue Spider-Man hat's verhindert. Der Trottel. Wer dem Boss in die Quere kommt, hat nicht mehr lange. Hier erfahre ich gar nichts. Ich muss woanders lauschen. Was habt ihr mit dem ganzen Zeug vor? Friseurscheren, Serviettenhalter? Vermutlich wegschmeißen. Fang ruhig schon an. Grüner Container mit einem weißen Stern. Alles klar. Jetzt kann ich sie erledigen. Dann schlaf mal gut. Ugh!
Sorry. Ein Problem weniger. Wir sind in der Über. Ich warte. Holt ihn hier runter. Stimmt denn nicht mit euch? Macht ihn fertig. Achtung, er ist in der Luft. Ha, erwischt. Er ist weg! Ist er weg? Ich sehe ihn! Gebt ihm! Nimm das! Streckt euch an! Kopf hoch! Wie wär's hiermit? Hab ich dich! Harlem 1. Dreckskerle mit mysteriösem Boss. 0. Gut, wo sind die Waren? Grüner Container, weißer Stern. Grüner Container mit weißem Stern. Grüner Container, weißer Stern. Grüner Container, weißer Stern. Richtige Kiste. Muss sie nur öffnen. Steht hinter anderen Containern. Vielleicht mit dem Kran? Muss das Rad blockieren. Geschafft. Gut, dann jetzt zum Inventar im Container.
Im Ernst? Noch mehr von euch? Hab ich dich! Euer Boss gibt euch Raketenwerfer? Der meint's ernst! Ich kann mir nicht ermöglichen! Mach dich auf Prügel gefasst! Achtung! Ich werde nicht zulassen, dass ihr netten Leuten das Geschäft ruiniert! Lass ihn nicht an die Waren ran! Komm hier runter, Witzling! Aquí tienes! Warum einen Friseurladen dicht machen? Die brauchen wir doch! Er schießt mit Netzen! Ich kann es kaum erwarten, dass ihr aus Harlem verschwindet! Ja, du bist tot! Ich komme nicht an ihn ran! Lieferung! Na also, das gesamte Diebesgut. Hey Caleb, ich hab deine Sachen. Bring ein paar Trucks zu den Docks. Ich helfe dir beim Transport. Wir standen kurz vor dem Bankrott und dachten, wir müssten schließen. Aber dank dir geht's jetzt wieder aufwärts. Danke, danke, tausend Dank. Wenn du mal einen Haarschnitt brauchst, schau vorbei. Geht aufs Haus. Wie soll das mit der Maske gehen? Hatte schon Schrägeres. Oje, du musst auch essen. Du bist noch im Wachstum. Mira, schau jederzeit bei Pana Fuerte vorbei. Wir packen dir was Leckeres ein, okay? Vielen Dank, euch beiden. Alle in der Gegend sehen das so. Du hast uns gerettet, Spider-Man. Hey, ich habe mit Haley, einer Straßenkünstlerin, gesprochen. Sie hat einen Hinweis, von wo aus diese bösen Jungs in Harlem operieren. Das ist super. Wo finde ich sie? Sie hat super viel zu tun wegen der King's Day-Parade, aber ich poste es in der App, wenn sie Zeit hat. Oh, und kannst du Gebärdensprache? Sie ist taub. Ja, kann ich. Ich hatte letztes Jahr eine 1. Cool. Bis später.